Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich die perfekte Haut mitgebracht, um, ich glaube, die deckendste, die gehypteste und die für mich am persönlich, ja doch interessantesten Foundation überhaupt auf dem Beauty-Markt zu testen. Endlich ist sie in Deutschland. Nach ich weiß nicht wie vielen Wochen, Monaten gibt es jetzt bei Sephora die Kat Von D KVD Vegan Beauty Good Apple Foundation. Wie auch immer die Marke mittlerweile heißt, we don't care. Das Einzige, worum wir uns kehren, ist, dass es die Foundation jetzt gibt. Und ich habe sie mir bestellt und ich möchte sie heute mit euch testen. Und zwar nicht nur heute, sondern auch morgen und vermutlich sogar noch übermorgen. Denn ihr wisst, bei Foundations probiere ich euch so viele Informationen, wie es geht, mit ins Video zu bringen. Und deswegen habe ich heute Hans, Franz, Michael und Heinrich mitgebracht, um zu schauen, wie ist die Foundation für aktuell, für meine Verhältnisse, sehr unruhige Haut. Und vielleicht ist sie zu doll. Ihr kennt mich mittlerweile, mein Foundation-Interesse hat sich im Moment komplett geändert. Ich mag eigentlich eher diese leichten, diese cremigen, diese sehr zarten Deckkräfte. Das ist Maxim Giacomo 2018, 2019, 20 und die erste Hälfte von 21. Aber wir werden heute schauen, wie es funktioniert. Ich mach das hier mal auf, ich sehe aus wie ein Priester. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt gut geschlafen, wollte ich gerade sagen. Es ist nicht die Zeit, hoffentlich, um zu schlafen. Aber ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid frisch und fröhlich. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein kleines bisschen aufheitern kann. Ich bin natürlich super spät zur Party. Ich weiß auch nicht, warum es so lange gedauert hat, die Foundation nach Deutschland zu bringen. Ich glaube, dass es einfach daran lag, dass die Foundation sehr, sehr gehypt war und sehr schnell ausverkauft war und dadurch einfach nicht genügend Stock da ist. Und das ist meiner Theorie. Wenn eine Marke mit einem Produkt rauskommt und sie auf den Markt bringt, aber nur die Hälfte auf den Markt bringen kann, weil die Hälfte ausverkauft ist, dann lass es lieber. Haben sie gemacht. Und ich bin gespannt, wie das jetzt hier in Deutschland ankommt. Ich habe gesehen, Hattie hat ein Video gemacht, die hat es aber nicht bei Sephora gekauft, sondern irgendwo anders. Und jetzt gibt es sie halt bei Sephora. Ich habe mich für die Farbe 18 entschieden und eigentlich sieht die ziemlich gut aus, oder? Könnte passen. Ich bin gespannt. Wir werden heute auf jeden Fall so einen halben Tag machen. Jetzt ist erstmal First Impression und morgen machen wir dann den kompletten Langzeittest mit allem drum und dran. Und dafür hole ich euch ein Stückchen näher ran. Ja, ich habe keine Ahnung, was mit meiner Haut gerade los ist. Doch, weiß ich. Ich habe eine Foundation benutzt, weil ich sie eigentlich ganz schön finde. Ich vertrage sie nur nicht. Das ist die Strafe. Aber wir haben hier die KVD Good Apple Foundation und hier ist Apfelextrakt mit drin, die Haut so ein bisschen pflegen soll. Das Compact ist recycelt und ihr seht, muss ich sagen, fantastisch, hier ist kein Metallfännchen mit drin. Oft sagt man ja so, ja, man kann das dann recyceln. Problematisch ist es, wenn da ein Metallfännchen drin ist, weil dann kann man das nicht recyceln, beziehungsweise nicht so einfach, dann müsste man es rausnehmen und dann einzeln entsorgen. Hier ist nicht mal ein Fännchen mit drin, wo ich sagen muss, okay, habe ich so noch nicht gesehen, finde ich ziemlich cool. Das Ganze ist selbstverständlich vegan und cruelty-free und wisst ihr was? Wir fangen jetzt einfach an. Ich bin gespannt, wie man sie auftragen soll. Also ich erinnere mich, dass viele sie einfach mit einem Pinsel aufgetragen haben. Werden wir auch machen. Wir probieren es aber auch mit meinem Microfiber Multitool. Das haben ja jetzt einige von euch schon zu Hause. Und die Warteliste ist ja auch, die wird ja nicht geschlossen. Das mache ich nicht. Das ist Quatsch, einen Hype zu erzeugen, um sie dann zu schließen. Aber ich würde vorschlagen, wir starten mit dem Pinsel. Ich habe weder Primer, nur Feuchtigkeitscreme vor 4 Stunden auf mein Gesicht gemacht. Und wir gucken heute, wie die Foundation an sich funktioniert. Dann können wir morgen in der Langzeit-Review darauf reagieren. Hat sie sich vielleicht in die Fältchen gesetzt oder in die Poren? Einfach, um euch wirklich so viele Informationen, wie es geht, in dieses Video zu kriegen. Ich weiß, meine Foundation-Reviews mögt ihr immer sehr gerne, weil ich sie sehr lange mache. Ist natürlich dann immer nicht tagesaktuell, wenn die Foundation rauskommt, aber das ist egal. Lieber habe ich 10 Leuten von euch von einem Fehlkauf bewahrt, als 10 Klicks mehr zu bekommen. Ich habe hier einen Pinsel, das ist der von Letizia Lehmack, der T4 Brush. Und ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Sie riecht nicht. Krass, ich habe immer gedacht, das ist gefaked. Ich gehe jetzt mal nicht mit noch mehr Produkt rein. Farblich ist sie selbstverständlich. Schaut mal, wie unterschiedlich das ist.
ist sie selbstverständlich kein Color Match, aber das ist nichts Neues für mich. Ich hatte so ein bisschen Angst zwischendurch, dass das so wie Clownschminke ist. Wow! Gut, also übers Color Match reden wir heute nicht mehr. Wenn die mir gefällt, hole ich die mir richtig. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon lange jetzt in diesem Beauty-Game mit drin und habe schon viele Marken kommen und gehen gesehen mit Produkten, die gehypt waren und dann hat da nie wieder jemand irgendwie drüber gesprochen. Was ich eigentlich immer ganz schade finde, weil eine Marke arbeitet ja nicht nur 2 Tage an so einem Produkt, sondern die arbeiten Jahre an einem Produkt. Und wenn, ich weiß nicht, welche Farbe Hattie hatte, aber ich glaube, ich habe Hatties Farbe gefunden, ist so ein bisschen gelblich. Ich dachte eigentlich tatsächlich, dass die eher so ein bisschen wärmer ist. Aber ich hole euch gleich noch ein Stückchen näher ran. Ich glaube, über die Deckkraft müssen wir nicht reden. Das ist ein komplett neuer Mensch in meinem Gesicht. So, ihr seid super nah dran. Also, Deckkraft ist definitiv hoch. Sie hat sich extrem schnell auf meiner Haut verteilen lassen, fühlt sich aber nicht schwer an. Das war so ein bisschen auch meine Angst, dass sie sich halt wie Clownschminke anfühlt und auch so ein bisschen aussieht. Tut sie auch auf den ersten Eindruck. Das liegt höchstwahrscheinlich aber daran, dass es einfach nicht die richtige Farbe ist. Aber Deckkraft, iconic. Sie ist sehr, sehr glowy, finde ich. Aber dadurch, dass sie so Full Coverage ist, wirkt das nicht so. Ich gehe jetzt einfach mal mit meinem Microfiber Multitool hier rein und arbeite mir das hier hin. Oh krass, das macht halt die Deckkraft noch höher. Geht sehr, sehr gut. Ich habe ehrlich gesagt gerade so ein bisschen Angst, dass ich die recht schnell aufbrauche. Also ich kann es gerade noch nicht so einschätzen, wobei hier halt immer die Gefahr ist, wenn man mit einem Pinsel reingeht, dass man zu viel Produkt benutzt. Und eigentlich wollte ich heute weniger Produkt benutzen. Vielleicht, ich werde es morgen, glaube ich, ja, vielleicht schaffe ich es, morgen zu Sephora fahren und die nochmal in der richtigen Farbe zu kaufen. Also so sieht die eigentlich ganz nice aus, oder? First Impression von der Foundation. Sieht erstmal gut aus, schön frisch, schön. Ich komme mir doof vor zu sagen, dass sie leicht aussieht. Sie ist schon auf dem Gesicht, ne? Das kann man nicht leugnen. Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also, das sieht einfach aus wie eine sehr, sehr deckende Foundation. Hier auf der Stirn sieht es ein bisschen komisch aus. Ich gehe nochmal hier so ein bisschen rüber. Kann aber auch sein, dass ich da einfach noch ein bisschen Creme oder so habe. Spannend. Sie fühlt sich tatsächlich, das ist unglaublich, ne? Auf der Haut fast trocken an. Also sie ist nicht so glitschig, wie sie aussieht. Ich mache jetzt einfach mal mein Make-up weiter und zeige euch das im Schnelldurchlauf und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Ich bin gespannt, wie sich der Rest verhält. Ganz kurzer Zwischenstand, ich habe jetzt einmal Cream Contouring gemacht und jetzt sieht das Ganze vernünftig aus. Also mehr als vorher. Ich finde sie noch ein Stückchen gelblich. Concealer habe ich noch nicht mal drauf, weil ich glaube, viel brauche ich gar nicht. Es sieht maskenhaft aus tatsächlich, weil es halt einfach komplett geebnet ist. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Blush, sette das Ganze und dann gibt es die Final Thoughts von der First Impression. Alright, Freunde, das ist, wow, also, ich kann gar nicht aufhören, in den Monitor zu schauen, weil ich mich schon fast nicht erkenne. Das ist mit Abstand, ja, die Juvia's Place, das ist einfach eine Full Coverage Foundation und ich habe sie auch heute Full Coverage genutzt und ich muss sagen, jetzt auf den ersten Eindruck, vor allen Dingen auf der Stirn, habe ich recht wenig Puder benutzt. Ihr seht immer noch
so eine kleine Bewegung. Und ich habe das Ganze noch nicht gesettet. Es ist alles sehr, sehr weich gezeichnet. Es ist bis jetzt noch nichts in die Fältchen, in die Poren gerutscht. Ich würde sogar behaupten, dass meine Poren hier recht zart geworden sind, beziehungsweise einfach minimiert sind. Ich bin bis jetzt schwerst beeindruckt. Ich bin gespannt, wie sie sich jetzt in den nächsten Stunden verhält. Es ist jetzt 15 Uhr. Ich gehe so circa um 9 ins Bad und schminke mich ab. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein paar Stunden. Morgen gibt es dann aber nochmal den krassen Härtetest. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Foundation da verhält. Ihr könnt mir bis jetzt erstmal in die Kommentare schreiben, was ihr sagt. Wie gefällt sie euch bis jetzt? Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns morgen wieder. So, es ist mittlerweile 20.30 Uhr ungefähr. Ich habe die Foundation jetzt eine Weile drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Wahrscheinlich nicht. Vertraut mir. Es sieht super gut aus. Also ich hatte schon lange nicht mehr so abgedeckte Under Eyes. Der Concealer hat so ein bisschen versagt. Ich probiere morgen definitiv nochmal einen anderen. Aber First Impression, mega. Die Haut fühlt sich nicht so bekleistert an. Ich meine, ihr habt gesehen, wie ich aussah. Und jetzt sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich sehe mich morgen früh schon zu Sephora fahren. Herzlich willkommen zu Tag 2. Ich habe gestern die Foundation einige Stunden getragen und war ehrlich gesagt recht überrascht. Die Aufnahme, die ihr eben gesehen habt, die hätte ich mir eigentlich sparen können, weil ihr habt gar nichts gesehen. Heute machen wir es ein bisschen anders. Ich gehe nachher nochmal, bevor ich zu Danny fahre, hier ins Studio, um euch eine vernünftige Kameraauflösung zu geben. Oder ich filme mit dem Handy hier oben mit vernünftigem Licht. Vielleicht habt ihr es auf Instagram mitbekommen, aber ich habe tatsächlich heute Morgen versucht, Sephora zu erreichen. Habe ich auch getan. Ich wollte nämlich hinfahren, um eine andere Farbe zu kaufen, weil ich eigentlich wollte, dass wir nochmal wirklich ein richtiges Ergebnis haben. Ich fand, am Ende des Tages ging das Ganze ziemlich gut sogar. Und die Foundation ist auch ein mini-mini-Stückchen oxidiert, so dass es dann gepasst hat. Aber dadurch, dass jetzt der Winter naht und ich glaube, dass ich die Foundation den Winter auf jeden Fall weitertragen werde, weil sie sehr reichhaltig ist, sehr creamy, sehr glowy, wollte ich sie mir nochmal in einer anderen Farbe kaufen, vielleicht auch nochmal in einer ganz dunklen und zu schauen, ob wir damit vielleicht auch cream bronzen können, weil das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Allerdings ist das ein Online-Exclusive-Produkt, das heißt, es gibt es nicht im Laden und um die richtige Farbe zu finden, wollte ich eigentlich in den Laden fahren. Ich schaue mir nachher mal Foundation an. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die Foundation-Farben so ein bisschen abzugleichen. Vielleicht ist es das ja schon. Ich werde jetzt einfach nochmal mein Make-up fertig machen und ich habe mich auch tatsächlich dazu entschieden, keinen Primer zu benutzen, weil wenn wir heute das Produkt den ganzen Tag tragen wollen, dann habe ich das Gefühl, dass es das eventuell so ein bisschen beeinflussen kann und ich möchte wissen, wie das Ganze ist. Wir haben es jetzt 8:30 Uhr, 8.30 Uhr. Das heißt, wir haben wirklich noch den ganzen Tag Zeit. Ich denke mal, bis 21 Uhr trage ich die Foundation locker, werde zwischendurch eine Runde schlafen, ich werde was essen, ich werde wahrscheinlich auch eine Maske mal tragen, um zu schauen, wie sich die Foundation so verhält. Ich mache das Make-up einmal mit euch so ein bisschen im Schnelldurchlauf und wenn mir was auffällt, sage ich euch Bescheid. Ganz kurze Unterbrechung, ich habe die halbe Seite aufgetragen und habe wirklich probiert, ganz, 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 ganz wenig Produkt aufzutragen. Und ihr seht natürlich einmal die Deckkraft, genauso wie gestern, aber ich wollte euch einfach nochmal mein Porenbild zeigen, dass ihr euch das richtig gut angucken könnt. Ich guck mal, ob ich euch noch näher kriege. Das ist das Maximum an Nähe, wie ich euch rankriege. Und ich muss sagen, es gefällt mir richtig, richtig gut. Ich finde, das ist so die erste Foundation, wo ich Probleme habe am Bart. Ich werde oft gefragt, Maxi, wie machst du das mit dem Bart? Ja, eigentlich spare ich den Bereich aus, aber es sieht schon verrückt aus, ne? Krass. So, das Make-up ist einmal halbwegs fertig. Ich habe noch keine Mascara aufgemacht, weil ich das Ganze gleich noch setten möchte. Aber ich bin mir ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher. Also, das sieht schon krass aus, ne? Das ist alles ebenmäßig. Es hat sich alles sehr, sehr gut verblenden lassen. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass mir die Foundation vom Finish her in einer flüssigen Version besser gefallen würde. Ich hatte euch ja mal die
Asam Compact Foundation gezeigt, die ist ja ähnlich aufgebaut, hat natürlich bei Längen nicht diese Deckkraft, aber von der Applikation ist sie ähnlich. Das Bessere bei der Asam ist, dass sie nicht so, also nicht schwer, aber nicht so cremig ist und sich dadurch ein bisschen ebenmäßiger verteilen lässt. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich echt hart arbeiten musste, dass das alles gleichmäßig ist. Das Endergebnis an sich ist aber wunderschön. Ich werde das Ganze jetzt setten. Ich benutze. Schwierig. Ich nehme meinen Klassiker, das All-Nighter Setting Spray für so eine leichte Sicherheit und dass dieses pudrige Finish weggeht. Und dann starten wir in den Tag. Wie gesagt, das ist jetzt 8:45 Uhr. Freunde, wir sehen uns später. Was für eine schöne ästhetische Aufnahme. Ich sitze in der knallen Sonne auf dem Boden, damit ihr das Ergebnis auch nochmal im direkten Sonnenlicht bzw. im Tageslicht sehen könnt. Ich lasse die Augen kurz zu, weil das ist definitiv zu hell. Was sagt ihr? Ich bin ehrlich gesagt ziemlich geflasht. Freunde, ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen verpennt, mich noch zu melden. Ich sehe aus, das ist unglaublich. Ich habe gerade irgendwas ins Auge bekommen, keine Ahnung was. Ich weine die ganze Zeit, nicht weil ich traurig bin. Irgendwas ist in mein Auge gekommen und actually, ich freue mich, wenn ich mich jetzt gleich abschminken kann. Also, ich glaube, ihr seht das Ergebnis auf der Haut. Da, wo die Maske war, sieht man natürlich, dass sich so ein bisschen was entfernt hat. Hier ist das aber alles noch recht matt, aber nicht matt, sondern so lebendig matt. Und das muss ich sagen, gefällt mir gar nicht so schlecht. Und ich glaube, dass ich mir die Foundation auch in einer anderen Farbe holen würde. Abgesehen von meinem Auge, was soll ich sagen, nach 11 Stunden. Ich glaube, ihr könnt euch das Ergebnis dieser Review schon denken. Das ist eine schöne Foundation, die ist sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe. Irgendwie habe ich mir gedacht, dass das was Krasses ist. Aber ja, es hat eine krasse Deckkraft. Und würde ich sie wieder tragen? Definitiv. Werde ich sie mir in einer anderen Farbe kaufen? Auch, weil das Ergebnis ist iconic. Da bin ich wirklich überrascht. Es ist so ein bisschen schwierig, die Foundation einzuarbeiten, vor allen Dingen mit Bart. Aber ich werde sie definitiv in einer anderen Farbe nochmal holen. Dann seht ihr sie auch irgendwann nochmal in der richtigen Farbe bei mir im Gesicht. Aber das Ganze hat Spaß gemacht. Das ist eine gute, solide Foundation. Und wenn ihr wirklich eine sehr, 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 sehr deckende Foundation sucht, habe ich eine hier für euch. Ich setze euch die Foundation einmal unten in die Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich werde mich jetzt schnell abschminken und dann ganz bald ins Bettchen hüpfen, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal.